Kino, ladies and gentlemen. In Jeans und blauem Sakko begrüßt Regisseur und Produzent David Cerero höchstpersönlich die Hauptperson des Abends, Helene Grimaud. Statt aufwendiger Abendrobe trägt die Star-Pianistin schwarze Lederhose, schwarzen Bläser. Und statt mit High Heels über roten Teppich, geht sie mit roten Cowboystiefeln über plüschigen Kinoteppich. Freunde und Fans sind in das New Yorker Kino gekommen und werden ganz still, als es endlich losgeht. Do you confirm that you do have 10 fingers? Only, unfortunately, yes. Der Film hat Tempo. Ein Gespräch zwischen Cerero und Grimaud bildet den Hauptstrang. Er stellt kurze Fragen, sie antwortet oft knackig kurz. Beide lachen viel. You're not a pianist? In my free time. Who is this woman? Cerero, wie Grimaud in Frankreich geboren, geht es darum, sie mit all ihren Facetten zu zeigen. Ihren Werdegang vom kleinen Mädchen aus Aix-en-Provence, das unruhig ist, seinen Platz im Leben nicht findet und sich selbst verletzt, ritzt, bis hin zur Star-Pianistin mit magischer Aura, erzählt er nicht chronologisch, sondern anhand einzelner Themen. Mal geht es um ihre Hände, die für sie wie Werkzeuge sind. My hands, a tool. Ihre seien weder schön noch besonders groß. Sie müsse eben mit dem arbeiten, was sie habe, erzählt sie am Premierenabend ins ARD-Mikrofon. Mal geht es um das Klavier, für sie der König unter den Instrumenten. Mal geht es um die Natur als ihre Kraftquelle. Mal um ihre Lieblingskomponisten Bach, Brahms und Beethoven. Mal um ihre Liebe zu Wölfen. All diese Schilderungen hat Cerero sehr geschickt und einfühlsam mit ebenfalls sehr persönlichen Äußerungen einiger ihrer Wegbegleiter zusammengesetzt, wie Jacques Rouvier. Er hat Grimaud als Teenagerin am Konservatorium in Paris unterrichtet und ihr früh eine große Karriere prophezeit. I told her parents, your daughter will begin a great career when she will be 18. And in fact it was wrong, because she started at 17. Zu Wort kommen aber auch Dirigenten, Sänger, die mit ihr zusammen aufgetreten sind. Und von ihrem Ausnahmetalent, ihrer Fingerfertigkeit, ihrem Gefühl für die Musik und ihrem hohen Anspruch an sich selbst hörbar begeistert, gar verzaubert sind. Something special, which is not from this earth. Heroic quality, but always with profound humanity. She is like, as you say, a Formula One car. Mit seiner Dokumentation setzt Cerero neue Maßstäbe und das ganz bewusst. So I wanted to break the codes. Er habe mit dem Gängigen brechen wollen, auch mit der Art und Weise, wie Filme klassischerweise gemacht werden würden. Sein Film soll unterhalten, Spaß machen und das in einer verständlichen Sprache. Spezialeffekte und ein besonderer Rhythmus würden für einen guten Fluss sorgen. Dieser Ansatz war es, der bei Grimaud einen Nerv getroffen hat. Andere Anfragen hatte sie abgelehnt, weil sie sie schlichtweg uninspiriert fand. And normally I'm a control freak. Auf Cerero habe sie sich eingelassen, erzählt die 54-Jährige, die sich selbst als Kontrollfreak bezeichnet. Ihm habe sie aber total vertraut. Auch bei den New Yorker Premierengästen haben Cerero und Grimaud einen Nerv getroffen. Normalerweise würden Musiker ja spielen und weniger erzählen, aber der Film habe ihnen vieles aus dem Innersten einer großartigen Künstlerin offenbart. Das deutsche Publikum muss sich allerdings noch etwas in Geduld üben. Between the Notes ist für die Berlinale Mitte Februar angekündigt.